Ja, Svenja Brunkhaus, herzlich willkommen hier bei DWB TV. Gestern war ja ein sehr wechselhaftes Spiel. Wie hast du es gesehen und wie ist jetzt die Stimmung im Team? Ja, wir haben sehr, sehr gut gestartet. Die ersten 5 Minuten waren, wir waren super motiviert, voll fokussiert, haben unsere Würfe getroffen. Dann lief bei uns nicht mehr so viel. Ja, Basketball ist ein Spiel der Runs und leider war der Run definitiv zu lange, nicht so, wie wir uns den vorgestellt haben. Gerade besonders das dritte Viertel war nicht gut. Wir haben einfach keine Würfe gemacht und Kroatien ist einfach davon gelaufen. Wir haben zu spät reagiert. Also das letzte Viertel war wieder unser Basketball, aber da ist uns dann irgendwann die Zeit weggelaufen. Bist du jetzt in so einer Zeit nach dem Spiel und bis zum nächsten Spiel als Kapitänin besonders gefordert? Ja, wahrscheinlich schon. Also man muss das Siegen auch lernen und wir sind ein sehr, sehr junges Team und wir haben auch gerade im Damenbereich nicht so viel Erfahrung in solchen Spielen. Wir haben welche, die das erste Länderspiel spielen, aber auch eine Luisa, die gestern überragend gespielt hat, glaube ich, mit ihrem 5. Länderspiel. Also da sieht man, wie jung wir sind. Und ja, jetzt muss man mit allen einfach ein bisschen reden. Wir müssen sofort wieder unseren Fokus finden. Wir müssen gleich im Training Sachen besprechen, aber nach vorne gucken. Anders geht's nicht. Du sagst mit einigen reden. Sag mal ganz konkret, was machst du da? Also sagst du das klassische Kopf hoch und weiter so oder gibt's schon konkretere Hinweise? Na, also Sunny und ich haben uns gestern das Spiel zusammen angeschaut und haben ganz klar über Situationen gesprochen. Dann waren wir natürlich auch noch auf dem Stockwerk. Es ist das Gute, dass es nur Team Deutschland so gesagt da ist. Habe ich noch mit mehreren geredet, auch mit Leo, die es von außen mir ein paar Sachen gesagt hat, wie sie es empfunden hat. Luisa, Emma war da. Man hat sich halt einfach in kleinen Gruppen getroffen und über das Spiel geredet. Ob es jetzt spielerisch, Einstellung oder irgendwas war, ich glaube, das ist jetzt gerade gefragt, dass jeder einfach Sachen, ja, sieht und umsetzen kann. Generell ist der Trend bei euch in der Damen-Nationalmannschaft ja sehr, sehr positiv, auch mit viel Perspektiven für die nächsten Jahre. Wäre schade, wenn es jetzt durch diese blöden Verletzungen oder Absagen nicht klappen könnte. Wie ist so deine Denke darüber? Ja, es sind jetzt 10 Jahre, die der DBB im Damenbereich nicht bei einer EM gespielt hat. Das sind genau die 10 Jahre, die ich dabei bin. Ich habe mir ganz, ganz viel vorgenommen und wir haben eine unglaublich gute Mannschaft und jetzt ist man so knapp davor und mit Marie, Satou, Leo sind natürlich ein Offensivbollwerk, das nicht dabei ist. Aber ich glaube immer noch, dass wir eine große Chance haben und das müssen wir alle merken und verstehen, dass wir es einfach immer noch in der eigenen Hand haben. Wir haben Lettland schon geschlagen, auch wenn wir jetzt hier in Lettland sind und es ist wahrscheinlich auf deren Homecourt schwierig wird. Wir haben immer noch ein talentiertes Team mit so vielen Optionen und ich glaube immer noch sehr, sehr fest daran und das müssen wir einfach verstehen, weil das war halt auch beim ersten Spiel, dass wir, glaube ich, nicht an uns konstant geglaubt haben, dass wir wirklich die schlagen können. Auf deiner Position gerade ist so ein bisschen ein Loch hinter dir, sage ich mal, was Erfahrung, was einfach gerade Erfahrung angeht. Denkst du schon mal ein bisschen weiter, also sollte es hier jetzt nicht klappen, dass du das Projekt vielleicht noch 2 Jahre weiter begleitest als Leaderin? Gute Frage. Kann ich im Moment, glaube ich, gerade nicht beantworten. Ich hatte ein ganz klares Ziel. Das wird man jetzt sehen, was am morgigen Tag passiert. Und dann muss ich entscheiden, ob ich das Team noch mal 2 Jahre begleite oder ob ich sage, okay, das war's für mich. Aber das kann ich im Moment noch nicht für mich entscheiden. Es ist in meinem Hinterkopf. Aber jetzt ist erstmal ein klarer Fokus auf das Spiel morgen. Und ich will unbedingt zu dieser EM, mehr als alles andere. Und von dem her sind das Themen, die dann irgendwann kommen. Okay, habe ich zum Abschluss auch noch ein Thema, das dann irgendwann kommt oder jetzt schon ein bisschen aktuell ist. 3x3. Lass uns mal ganz kurz teilhaben, was so bisher mit dir da passiert ist. Du bist jetzt bei der Bundeswehr und hast die Grundausbildung zumindest teilweise, glaube ich, absolviert. Erzähl einfach mal ganz kurz ein bisschen. Ja, also ich bin seit 1.9. bei der Bundeswehr angestellt, im Spitzensport. Das ist natürlich eine super Möglichkeit in Deutschland, Sport auf dem höchsten Niveau zu machen. Ich durfte jetzt Anfang Januar die Grundausbildung machen. Ich habe die Grundausbildung, die für Spitzensportler 4 Wochen ist, gesplittet wegen der EM-Quali.
Es ist was ganz anderes, definitiv. Es war aber auch eine Erfahrung und es war schön. Wir waren 28 Spitzensportler aus unterschiedlichen Sportarten. Man hat sehr viele Kontakte knüpfen können und einen Eindruck für die Bundeswehr bekommen. Ja, ich muss die nächsten 2 Wochen, wo es dann eher mehr praktische Sachen sind, im Sommer nachholen. Ja, es ist eine super Möglichkeit und ich bin dankbar, dass wir jetzt mit 3x3 da die Möglichkeit haben, dieses neue Medium und einfach diese neue Sportart neu aufzuziehen. Und da ist, glaube ich, gerade so eine Sportfördergruppe der Bundeswehr eine super Option. Und das ermöglicht uns was. Wir haben 6 Plätze, die wir halt vergeben können an Sportler, die das jetzt halt den 3x3 Sport pushen wollen. Und ja, jetzt bin ich umgezogen nach Hannover, weil wir da jetzt den Stützpunkt haben. Und nach der Bubble geht's dann komplett, fokussiere ich mich auf 3x3 und dann haben wir da natürlich auch ein neues Ziel. Also im Mai ist die Olympia-Quali, das hatten wir auch noch nie, glaube ich, im Damenbereich, dass wir eine Olympia-Quali spielen. Also ist das schon wieder was Neues, wo ich 3 Monate habe, mich darauf vorzubereiten. Aber jetzt, wie gesagt, ist erstmal der Fokus hier und wenn ich dann zurückkomme, geht's dann in die 3x3-Schiene. Dann wünschen wir für alles viel Erfolg. Besten Dank.